Um RICAP-Daten in das Pinpoint Registration Tool einzulesen, starten Sie das Registration Tool, legen ein Projekt an, ich nenne das jetzt einfach mal RICAP, und gehen dann auf Datei, importieren RICAP-Projekt und gehen dann auf Ihre entsprechende RICAP-Datei, beispielsweise hier das Erdgeschoss, und drücken dann auf Öffnen. Die Daten werden dann importiert. Ich würde jetzt hier einen kurzen Schnitt machen und würde Ihnen kurz noch den erfolgreichen Import zeigen. So, und wenn die Daten dann importiert sind, dann können Sie die hier natürlich darstellen. Und wenn da jetzt beispielsweise ein Scan nicht passen würde, dann können Sie hier ganz normal mit den Funktionen das Ganze einpassen etc. So, bis dann die Registrierung abgeschlossen ist. Und gegebenenfalls könnte es auch in RICAP wieder ausgeben, falls Sie in RICAP dann weiterarbeiten möchten. Oder Sie können es in E57 oder direkt ins Pinpoint Model ausgeben, um dann entsprechend die Datenauswertung in Pinpoint zu machen. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und dann bis zum nächsten Mal.